Hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach. Diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und die schöne Liebe. Heute haben wir so ein paar Themen rund um Standards, Freundschaft Plus und so weiter. Ja, das war unser Lieblingsthemen. Vorab nochmal, freue mich auch immer über Erfolgsmeldung oder was euch gut gefallen hat, das schiebe ich mal kurz davor. Lieber Christian, so, ich komme auf diesem Weg dazu, dir ein wunderschönes neues Jahr zu wünschen und mich von ganzem Herzen bei dir zu bedanken. Vor einigen Monaten habe ich deinen Kanal entdeckt und seitdem fast alle Videos rauf und runter geschaut. Alle 630 oder so. Seit gestern bin ich bei Modul 1 auf liebeship.de und allein diese Fragen sind ja schon genial. Wie möchte ich behandelt werden? Wow, ja, genau so rum ist es richtig und nicht. Wie muss ich sein, damit mich die anderen mögen? Ganz ehrlich, die Videos haben mir dabei so sehr geholfen, meine Sichtweisen zu verändern und es tat so gut, dass du so klar und schnörkellos bist. Gerade heraus, ehrlich und ohne faule Kompromisse. Also nochmal ganz, ganz lieben Dank. Schön, dass es dich gibt und freue mich auf die weitere Reise. Ja, vielen Dank, freue mich immer sehr über sowas. Und jetzt gehen wir aber mal in die Mail. So, von Ratchana. Und genau. Also, hallo Christian, mein Thema knüpft an Freundschaft Plus. Jedoch kennen wir uns schon 10 Jahre über gemeinsame Freunde, sehen uns regelmäßig an Geburtstagen etc. Er hat vor ein paar Jahren eine Trennung erlebt und genau zu dieser Zeit sind wir uns zufällig begegnet, gibt ja keine Zufälle, und haben ein Verhältnis angefangen. Er sagte mir, die Beziehung sei vorbei und es gebe kein Zurück. Er warb um mich und bemühte sich und rief in mir das Verliebtsein hervor. Wir schätzten und vertrauten uns, als ich jedoch davon sprach, dass ich gerne mehr von ihm hätte, nach 4 bis 5 Monaten, entgegnete er, er wolle keine Beziehung, wäre nicht bereit für eine zurzeit und möchte mich nicht ausbremsen, wenn ich mich setteln wollen würde. Wäre er nicht der Richtige dafür, auch wüsste er nicht, ob er seine vergangene Geschichte verarbeitet hätte. Gut, also alles soweit in Ordnung hier. Ich meine, ihr habt kein Commitment gehabt. Er ist ehrlich, was das angeht jetzt hier. Ob jetzt jemand immer die richtigen Gründe liefert, ist eine andere Frage, weil häufig wollen wir den anderen, den Partner ja auch schonen. Es kann sein, dass es genauso ist, wie er sagt. Es kann aber auch sein, dass er einfach nicht verliebt genug in dich ist, weil wenn man, also je verliebter man ist, umso mehr Lust hat man in der Regel auf Commitment. Und naja, aber trotzdem ist es soweit okay, ne? Ich habe zurückgerudert und ihm mitgeteilt, dass ich auch nicht bereit für eine Beziehung sei, da jemand meiner Familie schwer krank sei. Ja, aber hier bist du eigentlich, stehst du nicht zu dir, weil kurz vorher wolltest du ja doch eine, ne? Also hier gibst du deine eigenen Standards preis, weil du nicht verlieren möchtest. Ist jetzt nichts falsch dran, nur dann, also das Leben wirft uns ständig diese scheiß Entscheidungspunkte vor. Jetzt kannst du dich entscheiden. Was ist dir wichtiger? Dass du ihn behältst oder dass du dich an deiner eigenen, dass du zu dir stehst? Was du eigentlich willst. Also gibt es jetzt kein falsch oder richtig, aber jede Entscheidung hat halt Konsequenzen, ne? Also jemand war krank in der Familie. Er hat dir sehr geholfen in dieser Zeit, als viele Dinge geregelt werden mussten. Seitdem läuft es so weiter wie bisher. Ich glaube, ihr seid jetzt so 11 Monate zusammen, wenn ich das so richtig sehe. Ich habe das Gefühl, der Kontakt wurde besser, offener, vertrauter und die Intimitäten wurden auch vertrauter. Also nach so einem knappen Jahr Freundschaft plus kann man eigentlich davon ausgehen, das wird sich nicht mehr ändern. Das ist wirklich, dann hätte es schon längst, also würde ich mal sagen, natürlich gibt es immer irgendwelche abstrusen Ausnahmen, aber in der Regel ist das jetzt der Deal, den ihr habt, ne?
Er schreibt mir fast täglich und intensiv seit Beginn. Treffen finden auch statt. Und wir haben Exklusivität vereinbart. Ja, das verstehe ich jetzt schon wieder nicht. Das ist. Was ist denn exklusive Freundschaft plus was anderes als eine Beziehung? Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung. Gut, lesen wir mal weiter. Jedoch spüre ich, dass er etwas ausbremst. Jetzt habe ich über den gemeinsamen Kreis erfahren, dass er ab und zu noch seine Ex-Freundin trifft. Und ich sehe über Messenger, da ich auch die Nummer seiner Ex-Freundin habe, dass er ab und an viel mit ihr schreibt. Also ich würde mal sagen, also meine Intuition oder Intuition will ich mal gar nicht sagen, aber für mich ist da irgendwas faul. Ich meine, wenn ein Mann mit dir zusammen sein möchte und die Exklusivität vereinbart hat, was ist denn was anderes als eine Beziehung? Und wenn er jetzt sagt, wir haben aber keine Beziehung, dann kann es ja eigentlich nur einen Grund dafür geben, dass man sich nicht vorwerfen lassen will, dass man fremdgegangen ist. Aber andererseits habt ihr Exklusivität vereinbart. Also das sind schon wieder 1000 Fragezeichen. Ne? Und ja, nur kannst natürlich jetzt schlecht was gegen sagen, ne? Weil du weißt nicht, ob da mehr ist, weil ist da mehr. Ey, Gott, ey. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. An diesen Tagen bekomme ich nur spärliche Antworten von ihm. Davor und danach schreibt er nonstop mit mir. Das verletzt mich, jedoch kann ich es nicht ansprechen, da es mir im Vertrauen mitgeteilt wurde und sich schlecht damit argumentieren ließe. Naja, gut, aber kannst ihn ja mal fragen. Schreibst du viel mit deiner Ex-Freundin? Musst ja nicht sagen unbedingt, woher du das jetzt weißt oder so, aber du kannst ihn ja mal fragen. Hast du eigentlich noch Kontakt zu deiner Ex-Freundin? Wie sieht er aus? Alles hat so viel Potenzial, ja, wo du das Potenzial jetzt so siehst. Ich meine, das ist jemand, der sich wirklich rumwindet um ein klares Commitment mit solchen Aussagen wie Freundschaft plus, aber mit Exklusivität, was ich im Leben nicht verstehen werde. Leute, was ist denn der Unterschied zu einer Beziehung? Also, weiß ich nicht. Wir verstehen uns unglaublich gut, und ich habe auch Gefühle für ihn. Ja, sonst würdest du schon nicht schreiben. Und es kann auch sein, dass er dir irgendwo freundschaftlich verbunden ist. Nur ich habe so ein bisschen Zweifel, ob ihr die gleichen Vorstellungen habt von Beziehungen. So, das ist das Einzige. Ne? Es entwickelt sich jedoch dann nicht weiter, dass wir anderes unternehmen. Lohnt es sich darauf zu hoffen, dass er sich voll auf mich einlässt? Also nach einem Jahr würde ich da jetzt ehrlich gesagt nicht so groß drauf hoffen. Kann es sein, dass er mich warm hält, da Kontakt zu Ex besteht? Ja, ich habe keine Glaskugel, natürlich kann das sein, ne? Und weil wenn jemand so ein kompliziertes Konstrukt fährt, dann muss man sich schon fragen, warum? Und offensichtlich weißt du nichts über den Kontakt zu der Ex und dann weißt du natürlich auch, dass du unter Umständen über andere Kontakte auch nichts weißt, ne? Wovon du noch gar nichts gehört hast, ne? Ich würde mal deine eigene Intuition befragen, was die dazu sagt, so. Denke, das wäre ein guter Tipp. Wenn keine Hoffnung besteht, wie kann ich damit umgehen, es zu beenden, sodass wir uns noch in die Augen blicken können? Ja, also du, es ist eigentlich immer das Gleiche, was ich immer wieder sage. Modul 1, Standards und Dealbreaker. Du sagst, was du gern, wie du die Beziehung gern hättest, dass du sagst, ja, nach einem Jahr hätte ich sie jetzt gern enger, mit einem ganz klaren Commitment und mit, wo auch über solche Sachen wie ich schreibe mir ständig mit meiner Ex über sowas gesprochen werden kann. Und da wird er sich wahrscheinlich rauswinden und dann hast du wieder eine Chance, dich zu entscheiden. Also das Leben nimmt uns diese Entscheidung nicht ab. Ich kann dir die auch nicht abnehmen. Aber guck dem Ganzen ins Gesicht. Guck nicht weg. Das kann ich dir nur sagen. Ne? Und also mein Bauchgefühl wird sich, glaube ich, melden hier. Das musst du mal in deinem Bauchgefühl fragen. Ne? Also ich hätte da, glaube ich, kein gutes Gefühl. Und deswegen auch immer Standards und Jailbreaker, weil. Also ich vermute mal, dass Illoyalität für dich eher ein Dealbreaker wäre und dann spielt es auch keine Rolle, ob ihr euch sonst gut versteht oder so, ne? Also wie kann ich es beenden, sodass wir uns noch in die Augen blicken können? Ja, warum sollte ich euch nicht in die Augen blicken können? Du kannst ja deine Entscheidung treffen. Er trifft ja auch seine. Beziehungsweise die Chance auf eine mögliche Beziehung in Zukunft nicht verderben. Also nach
einem Jahr musst du dir, glaube ich, keine Gedanken mehr machen, dass du irgendwelche Chancen in der Zukunft verlierst. Dann wärst du in so einer Future-Faking-Situation. Also ich will mir das jetzt nicht unterstellen, aber dann würdest du dich selber Future-Faken sozusagen. Das ist dann nicht viel besser als jemand, wann verlässt er denn seine Frau oder bei einer Affäre oder so. Also nach einem Jahr musst du schon davon ausgehen, dass die Sachen einfach so bleiben, wie sie sind, ne? Und ein richtig gutes Gefühl habe ich jetzt nicht so unbedingt dabei, aber es ist nur eine Mail, ne? Ich habe, wie gesagt, keine Glaskugel. Ja. Und deshalb jetzt aussteigen, sofern es eine Chance gibt. Es hat sich authentisch und ehrlich angefühlt bisher. Naja, aber mit seiner Ex-Freundin scheint er nicht so authentisch zu sein. Da wir uns regelmäßig im Jahr im gemeinsamen Kreis begegnen werden. Ja, er ist natürlich immer blöd. Aber auch in einem gemeinsamen Kreis kann man sich natürlich notfalls trennen. Und wenn du ihm ganz klar deine Gründe sagst, also du kannst ja nicht mit jemandem zusammenbleiben, nur weil ihr einen gemeinsamen Freundeskreis habt. Also, das wäre. Aber ich würde mal das Gespräch suchen und die Punkte, die dich stören, da mal vielleicht vorher mal aufschreiben, was sind deine Standards, was sind deine Dealbreaker, was musst du wissen, um die Beziehung weiterführen zu lassen. Und ein ganz, ganz, ja, ich will jetzt nicht sagen hartes, aber ein ganz klares Gespräch mit ihm führen. Und geh nicht in so eine Fantasiewelt, wo sich das auf eine magische Art plötzlich ändert. Also das wird es von selber nicht tun. Da musst du schon selber aktiv werden. Gell? In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.